Alright, was haben wir hier? Imaginäre Freundin. Oha, oha, oha. Salam alaikum. Moin. Also in meinen Augen kein Konzept und Xuna deutlich besser als hungriger Hugo. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Könnt ihr meine Form? Und? Geht so. Das Licht ist nicht gut. True, Mann. Hallo, Kollege. Kollege? Oh, holy shit. 17 Uhr, Stream geht live. Schaltet auf jeden Fall rein. Wir sehen uns gleich im Stream. Bis gleich. Peace. Daneben ist auch noch Farin Bang. Digga. Zuschauer sendet das 30. Mal seinen YouTube-Link in den Chat. Digga, du Witzer. Wenn du das Video noch einmal schickst, Alter, dann... Digga. Ich hab gar nichts gemacht. Sorry. Oh oh. Noisy, komm, hau einen raus. Lazo hat einen kleinen, ganz im Gegensatz zu Noisy. Der hat nämlich keinen. Ja, Leute, Bruder. Ihr Arsch ist explodiert. Where are you ceiling, Alter? Wake me up before you go, go. Stadtkender B-like. Nee, Digga, fühl ich nicht. Eine richtig fette Weste. Holy shit, ist eine Königin. Oh mein Gott, Bruder. Das war so eine, ich glaube, das war so eine Wespe oder so. Die war so groß, Bro. Vespa heißt das, wenn es größer als so ist. Es war bestimmt eine Hornisse. Alle stellen sich dir eine Frage. Was tun, wenn man daheim schwitzt? Hier ist die Lösung. Und nein, es ist nicht der Ventilator. Ich habe übrigens einen weiteren Lifehack rausgefunden. Gestern war es ja so heiß und ich hatte eine Wäsche gewaschen. Da drin auch die Tanktops. Kam frisch aus der Wäsche, klitschnass, direkt angezogen aus der Wäsche. Nasses Shirt, underrated. Wirklich geholfen. Einfach nasses Shirt Digga, anziehen. Digga, wie dumm, Junge. Man wird doch... Bro, wenn man ein nasses Shirt anzieht, dann kriegt man doch fucking, Dings... fucking Erkältung, what the fuck, man? Moving slowly from side to side and eventually the momentum will end up with you. Ach, Digga! Guck mal, wieso komme ich nur ins Zweitvideo, Bro? Warum komme ich heute ins Zweitvideo? Weißt du, wieso komme ich ins fucking Zweitvideo und nicht in Dings, in, ins Hauptvideo? Was soll die Scheiße, Bro? Wie traurig, Mann. Can I have a Sage in den Chat? Wie macht ihr das? Mein Favorit war trotzdem Sascha. Die meint Sascha Huber? Ach so. Oh, das war ja... Ach du Scheiße, was macht denn Sascha immer mit den Frauen? Hat er nicht eine imaginäre Freundin? Nee, Sascha wächst doch jeden Tag, oder nicht? Oh, baby, this du gibst mir auch immer wieder Content, auch die aber nicht okay, bewusst... Okay, jetzt. Imagine, Hunger Hugo... kommt flamen und dann beschweren, dass man nicht ins Main-Video kommt. Ja, so ist es. Ich will nicht, ich will ein eigenes Video dedicated mit meinem Gesicht das Thumbnail haben. So ein Ding nämlich. Kevin ist auch in jedem Game scheiße, oder? Wenn du Warzone mit deinen Freunden spielst. Links, 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 Bro, du WTF. Smart gespielt von mir. Sehr stark, sehr, weißt, sehr stark. Halt, weißt du, du bist zu hübsch fürs Thumbnail, ja, true. Wenn Lack zur Skill-Gewohnheit wird, dann ist es halt einfach... können. Was? Ja. Das Tor-Game ist immer ultra easy. Ist immer zweimal hier, nochmal hier, ist immer free. Dann immer ganz rechts. Kann ich noch gewinnen? Nein, schafft er nicht. Digga, ich rufe jetzt bei dem scheiß Laden an, Alter. Die sollen sich mal raffen. Hi, grüß dich. Ich habe Essen bestellt und der Lieferant findet irgendwie meine Etage nicht. Okay, hat sie ja. Bro, ich würde so feiern, wenn der Pizzabote von Katja wirklich kommt und mir Dings bringt. Klopft es die ganze Zeit, Chat? Bin ich dumm? Im Video ist das? Halt's Maul. Ist nicht so. Schein gefunden, alles klar, perfekt. Bro, hier klopft es die ganze Zeit. Ich glaube, es ist eine Heli auf meinem Haus gelandet. Digga. Fucking Warzone, man. Fucking Warzone. Es ist so laut. Ich weiß nicht, was es ist. Hab ich so oft Essen bestellt, dass die Brando sich inzwischen Heli leisten kann, oder was?
Den Konzert teleportieren, hast du Adminrechte? Teleportieren mal Konzert. Admin. Ja, mit deinen Adminrechten. Oh, warte. Würdest du auch sagen, oh nice, dass du Administrator bist? Oder ist es dann der Administrator? Das ist der Administrator. Aber wenn du es dir kurz so ist, Admin. Admin. Natürlich. Hä, warum sind da Lego-Steine? Welches Game kann der denn? Geht's dir gut? Motor aus! Hello Tricks ganz konzentriert beim Dart spielen. Ja, los, dankeschön, Atomos, dankeschön, Bro. Kuss, Kuss. Raus. Wo kann man denn Dart spielen, in welches Spiel? Der ging ganz knapp daneben. Der leider auch. Super Quentin Norden. Hä, welches Spiel ist das? Was für ein Game ist das, Chat? Cyberpunk? Lockdown Tag 436 und ist schon so lange Lockdown. Nico geht's gar nicht gut. Übrigens zu Hause dicker ja. Das ist meine Zuhause dicker ja mit Bildschirm dicker ja. Das ist nicht sein Zuhause. Schreibtisch dicker ja. Fenster dicker ja. Dann hier zum Beispiel ganz entspannt den Tisch nach oben verschieben dicker ja. Oder auch nicht dicker ja, sonst fällt die Lampe um dicker ja. Alles klar dicker ja. Lies was gescheit's. AT, wir befinden uns in Österreich. Oh, sieht scheiße aus, aber schwer zu sagen, welche österreichische Stadt das jetzt ist. Digga, einfach Alitoro. Bei Max und seine Zunge. Die Flasche ist verschlossen, okay? Ich werde sie jetzt aufmachen. Sehen wir im Osten, dankeschön. Magic. Fucking Boss, man. Fucking Boah! Hey Revi, echt korrekt, dass du Dennis seinen Song gepusht hast. Viel Glück fürs Weitere, Bro. Keine Ahnung, aber danke. Nein, Bro. Nein. Geh mal ab. Nein. Till! Hey, Digga, du bist so ein Arschloch. Hallo! Ja, was hat er gemacht? Ja, Servus. Okay, jetzt habe ich einen. Lern mal lieber für dein Abitur. Für dein Abitur. Ah, ja. Ja. Chillige Mikrofonhalterung. Lernen wir dein Abitur, Digga, ja. Meinst du jetzt, Jupon hat nicht gestimmt, oder was hast du meinst du? Ja. Soll ich sagen, was da stand? Nee, besser nicht, ne? Gar nichts stand da, Mann. Er hat sich verlesen. Memo meint, das war für ein Schulprojekt. Digga, der lacht die Villager. Danke für 1 Euro. Bonne sieht aus wie ein Rentner, absolut. Ist in Rom Eröffnungsspiel? Ausrede für alle Türken, wenn die Italiener gewinnen, ja, Heimspiel bei Rom. Eindeutig Heimvorteil. Gestern warst du bei mir, heute bin ich allein hier. Siehst du nicht mein Herz, wie es einfriert, mein Engel? Schade, ja. Was willst du machen? Die wir so nicht erlebenden und aus dem Erdbeben bebenden, niemals versehenden und außerdem unglaublich bestehenden. Junge, Junge. So los. Spielertest der 3 Max meldet sich zum Diensten. Da müssen sie halt nochmal ran. Ja. Die müssen dann nochmal die Physics von dem Game bearbeiten. Also es sieht ja so ganz gut aus, so und bunt. Fall Guys ist so ein Shit-Game. Also, no joke, Fall Guys ist so ein Shit-Game. Und schick und toll, aber da müssen die Entwickler einfach nochmal ran. Da haben sie gefuscht. Ja, ist fusch. Sieht man direkt. Absolut. Das sieht so ekelhaft aus, Bro! Oh Mann, Alter. Der ist mega. Was machst du denn? Es hat locker 10.000 Kalorien. Es hat locker 10.000 Kalorien. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Boah, Digga, das ist natürlich jetzt ein Problem. Oh nee, Digga. Moin, Servus. Moin! Ich hab eine Das ist ein Killer-Clip. Das ist wirklich ein Killer-Clip. Sage von der Wohnung bekommen, mit der Begründung, schlechte Erfahrung mit Leuten aus ihrer Branche. Ich hab die Wohnung nicht bekommen wegen Kevin, Dicker. Einfach nicht bekommen. Was Kevin in seiner Wohnung macht. Das war so dumm. Das war so dumm. Bro, imagine, du kippst einfach so 10.000 Kilo Trockeneis in die Leitung. Imagine, du kippst einfach 10.000 Kilo Trockeneis in die Leitung und deine Nachbarn verrecken.
Und die Nachbarn verrecken einfach so. Ey. Ey. Auf welcher Höhe sind die? Auf welcher Höhe findet man die Höhlen? Guck, in dem Video bin ich 200 Mal drin. In dem Video bin ich 200 Mal drin, aber in dem anderen nicht. Warum? Warum? Ich muss sagen, der hat so eine richtig sympathische Lache, oder? Und eine schöne Frisur. Der hat eine schöne Frisur. Ich finde, der könnte auch easy als Grinsegesicht auf Kinderschokolade werben. Und ich finde, der hat so ein richtiges Kinderschokoladengesicht. Digga, Kinderschokoladengesicht. Ein Kinderschokoladengesicht. Wieso? So, ich schwöre, oder? So ein richtiger Sisi. Kevin war beim Friseur, oder? Kevin war beim Friseur. Hier ist das neue Werbegesicht für Kinderschokolade. Miss Babina, danke für deinen Sub. Danke, Miss Babina, für den Sub. Kuss, Kuss. Kai Voller, danke für den Sub.